Heute habe ich noch die Neuerscheinungen vom Februar für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe jetzt mal geschaut, was im Februar alles so rauskommt. Der Februar ist noch nicht ganz so schlimm wie der März. Der März ist ja immer wie der Oktober, der Buchmessemonat. Und da kommen immer so wahnsinnig viele tolle Bücher raus. Aber auch im Februar kommt einiges raus, was mich persönlich ja jetzt interessiert. Alle, die neu da dazugekommen sind, ich gucke nach den Neuerscheinungen, die meinen persönlichen Geschmack treffen und mich persönlich ansprechen. Denn es ist ja hier mein Kanal und es geht ja hier um meine Meinung und meinen Geschmack und deswegen suche ich die Neuerscheinungen raus, die mir natürlich auch gefallen. Und ich sage euch immer das Neuerscheinungsdatum der Bücher, die erscheinen, also nicht der E-Books. Die meisten Bücher kommen einen Monat vorher schon als E-Book raus, da gucke ich aber nicht nach. Mich interessiert wirklich immer nur das Erscheinungsdatum der Bücher, da ich ein Mensch bin, der lieber richtige Bücher liest. Das heißt, wenn ihr hier ein paar Bücher entdeckt, die euch gefallen könnten, kann es sein, dass die als E-Book schon erschienen sind und ihr da schon mal gucken könnt. Also ja, falls es da etwas gibt, was euch interessiert, schaut da auf jeden Fall mal nach. Ich verlinke euch alle Bücher unten in der Infobox. Und ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten jetzt mit den Neuerscheinungen. Das erste Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, erscheint am 5. Februar und ja, ist der zweite Teil einer Reihe, und zwar der Königreich der Schattenreihe von Sophie Jordan. Ich habe den ersten Teil, Die wahre Königin, jetzt aus letzten Monat mit der lieben Nina zusammengelesen. Hallo Nina, liebe Grüße, falls du das siehst. Und wir möchten auch den zweiten Teil wieder zusammenlesen. Und ja, der zweite Teil erscheint jetzt am 5. Februar. Ich weiß noch nicht, wann er bei mir ankommt. Ich hoffe, er kommt dann ganz, ganz bald an, dass ich mit der Nina dann auch den zweiten Teil gleich wieder mitlesen kann. Denn der erste Teil war so unglaublich gut. Ich kann euch hier zum Inhalt nichts weiter sagen, weil es eine Fortsetzung ist, die direkt an den ersten Teil anknüpft. Und ich möchte euch ja nicht spoilern. Und deswegen, ja, kann ich euch hier zum Inhalt nichts sagen. Im Großen und Ganzen geht es aber in dieser Geschichte darum, dass das Königreich Relhok vor, ich glaube, 17 Jahren in der Dunkelheit versunken ist, als der König und die Königin ermordet wurden und die Prinzessin geboren wurde. Und die Amme der Prinzessin hat es geschafft, sie zu retten und hat sie weit, weit entfernt in einen Turm großgezogen. Und der böse König sucht aber noch nach ihr. Und eines Tages treffen die Soldaten des bösen Königs auf ihren Turm und Luna muss fliehen. Und ja, was dann sie und was sie alles auf ihrer Flucht erlebt und ob sie es schafft, sich ihr Königreich zurückzuholen, das ist es im Prinzip, worum es in dieser Reihe geht. Ich freue mich wahnsinnig auf den zweiten Teil und ja, werde euch dann natürlich auch berichten, wie der mir gefallen hat. Und I'm so happy, dass der jetzt gleich erscheint. Das ist so eine schöne Mädchen-High-Fantasy-Geschichte. Ach, ich kann es nur immer wieder sagen. Es ist so, so toll. Das zweite Buch, was ich mir rausgesucht habe, erscheint ebenfalls am 5. Februar und ist von Lauren Blakely und heißt Mr. O. Ich habe ja Big Rock von Lauren Blakely gelesen. Das ist auch eine erotische Liebesgeschichte. Das ist so ein dünnes Büchlein gewesen von 250 Seiten und ich fand die Geschichte ganz cool. Das ist jetzt keine Geschichte, die absolut überragend war oder grandios oder die einem ewig in Erinnerung bleibt, aber es war eine süße, niedliche Liebesgeschichte und ich vermute, dass diese Bücher auch zu einer Reihe irgendwie gehören, denn die Cover sind sehr, sehr ähnlich. Und ja, Mr. O, ich habe mir durchgelesen, worum es geht und ich dachte mir, komm, du liest solche kitschigen, überzogenen, übertriebenen Liebes Geschichten gerne zwischendurch mit und ja, habe Mr. O beim Verlag angefragt und habe es auch genehmigt bekommen und ich bin gespannt, wenn dieses Buch hier eintrifft, denn ich fand, es klang ganz, ganz toll und ich lese euch jetzt mal vor, worum es in diesem Buch geht. Mein Name ist Nick Hammer, aber nennt mich einfach Mr. O, denn ich kann jeder Frau den ersehnten Höhepunkt bescheren. Wieso sollte ich also ablehnen, wenn die süße, total scharfe Harper Holiday mich bittet, ihr Nachhilfe in Liebesding zu geben? Das Problem, sie ist die kleine Schwester meines besten Freundes Spencer und damit für mich absolut tabu. Flirt-Tipps geben erlaubt. Flirt-Tipps mit Harper ausprobieren strengstens verboten. Doch je mehr Zeit wir miteinander verbringen und je mehr schmutzige SMS wir uns schreiben, desto weniger kann ich mich zusammenreißen. Und wo ich hier gerade den Namen Spencer lese, ich glaube, so hieß der aus Big Rock, der Protagonist, der hieß, glaube ich, Spencer und der hatte eine kleine Schwester. Also werden die Bücher schon von der Story her zusammenhängen. Und ja, ich fand, das klang einfach ganz, ganz toll. Ich mag es ja, solche Geschichten zu lesen von bester Freund verliebt sich in die kleine Schwester. Das sind immer so typische, klischeehafte Geschichten und sowas mag ich absolut gerne lesen. Und ja, ich bin gespannt auf Mr. O und werde euch berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Und ja, ich freue mich auch auf dieses Buch. Machen wir weiter mit zwei Büchern, die am 9. Februar erscheinen. Und beide Bücher sind von einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen, nämlich Samantha Young. Das erste Buch, was am 9. Februar erscheint, heißt, jetzt muss ich nochmal kurz abspicken,
Dieser eine Tag und ist eine Kurznovelle nur, also nur eine Kurzgeschichte. Und hier geht es um den Valentinstag. Und die Protagonistin in dieser Geschichte wird zum 4. oder 5. Mal in 10 Jahren am Valentinstag verlassen. Oder kurz vorm Valentinstag wird sie verlassen, damit ihr Freund ihr nicht noch ein Valentinstaggeschenk kaufen muss. Und wo ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, die Arme. Und ja, sie flieht dann irgendwie raus aufs Land und will einfach mal Abstand von allem gewinnen und trifft dann natürlich auf ihn. Und ja, wie das mit dem beiden so ist und was da so abgeht, das ist es, worum es in dieser Geschichte geht. Und ich fand, das klang ganz, ganz toll und ich werde mir diese Novelle auf jeden Fall gleich auf meinen Kindle laden, wenn sie erscheint. Und ich freue mich, wenn dann am 9. Februar dieser eine Tag erscheint. Dann erscheint am 9. Februar noch das neue Buch von Samantha Young, Play On, Dunkles Spiel. Das E-Book ist bereits draußen, das kann ich euch schon sagen. Das ist einen Monat vorher schon erschienen und ja, ich warte ja aber wie gesagt immer auf die richtigen Bücher, deswegen freue ich mich, wenn am 9. Februar Play On erscheint und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Ich bin ein bisschen traurig, dass das neue Buch von Samantha Young keine Fortsetzung der Hartwell Love Story ist, sondern wieder eine andere Geschichte, weil ich würde unglaublich gerne endlich wissen, wie es bei den Hartwell Love Stories weitergeht, aber na gut, die Frau möchte halt auch mal was anderes schreiben, das kann ich schon verstehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Play On, Dunkles Spiel und ich finde, das klingt auch ganz, ganz toll und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Wenn aus Schmerz Liebe wird, ist dein Herz in Gefahr. Die junge Amerikanerin Noah O'Brien kam der Liebe wegen nach Edinburgh und um ihren großen Traum zu verfolgen. 3 Jahre später ist ihr nichts davon geblieben, außer Schuldgefühlen und großer Trauer, bis der erfolgreiche Musikproduzent Aidan Lennox in ihr Leben tritt. Gut aussehend, gebildet und sexy as hell. Beide haben schwere Verluste hinter sich und suchen Leichtigkeit, Liebe und Leidenschaft. Aber dann schlägt das Schicksal erneut zu und Aidan verschwindet einfach. Nora fällt in ein tiefes Loch. Um sich daraus zu befreien, beschließt sie, endlich ihren Traum wahrzumachen. Sie studiert und spielt Theater. Die Gedanken an Aidan verbannt sie in den hintersten Winkel ihres Herzens. Doch dann taucht Aidan wieder auf und er scheint wütend auf sie zu sein. Wie zur Hölle kann das sein? Ich finde, die Geschichte klingt einfach ganz, ganz toll und ich möchte sie eigentlich dann auch gerne gleich haben. Ich muss mal gucken, wie es mit dem Bücherbudget im Februar aussieht, ob das noch zulässt. Aber ich freue mich wahnsinnig doll auf Play On von Samantha Young und ja, I'm so happy. Und wie gesagt, wer von euch E-Books liest und auch so ein großer Samantha Young-Fan ist, das E-Book gibt es schon und ist schon drauf. Das nächste Buch erscheint ebenfalls am 9. Februar und zwar ist das Wonder Woman von Labor Dugo. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch angefragt beim Verlag, deswegen habe ich es schon hier und ich habe es netterweise auch bekommen. Ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es jetzt die Tage auf jeden Fall gleich anfangen zu lesen, denn ich freue mich schon so unglaublich auf die Geschichte und ich bin gespannt, was Labor Dugo daraus gemacht hat. Ich habe mir die englischen Rezensionen mal angeguckt, die sind ja nicht so dolle. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das einfach an Labor Dugo lag oder an der Story lag. Ich werde es sehen und dann auf jeden Fall auch berichten. Ich bin ja schon ein Comic-Fan. Ich bin zwar mehr das Marvel-Mädchen wie das DC-Mädchen, aber wenn schon Comics als Bücher neu erscheinen und ich die Geschichten ja eigentlich auch schon kenne, weil ich ja doch irgendwie die Comics auch kenne, dann möchte ich das natürlich auch lesen. Und ich bin gespannt, was Labor Dugo aus der Geschichte von Wonder Woman gemacht hat und freue mich da sehr drauf. Und ja, werde euch berichten, wie Wonder Woman war. Und wie gesagt, dieses Buch erscheint am 9. Februar. Es wird dann auch noch Batman geben. Batman ist geschrieben von Mary Lou und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und dann gibt es auch noch Catwoman und Catwoman wird von Sarah J. Maas geschrieben. Das gibt es in Amerika aber auch noch nicht. Das ist noch nicht erschienen. Da gibt es auch noch kein Cover, aber da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil Sarah J. Maas, wir wissen alle, wie toll diese Frau schreiben kann und wir wissen auch, wie toll Labor Dugo schreiben kann und wir wissen auch, wie toll Mary Lou schreiben kann. Ich weiß nicht, ob es nach diesen 3 Büchern noch weitere Bücher von weiteren Superhelden geben wird. Keine Ahnung, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber ich bin auf Wonder Woman gespannt. Ich werde euch mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht, falls einer von euch die Story von Wonder Woman noch nicht kennt. Eigentlich will Diana nur eins: das Rennen gewinnen, indem sie gegen die schnellsten Läuferinnen der Amazoneninsel Themyscira antreten muss. Doch dann erblickt sie am Horizont ein untergehendes Schiff und bewahrt Alia, ein gleichaltriges Mädchen, vor dem Tod. Wie Diana vom Orakel erfährt, ist es Alias Bestimmung, die Welt ins Unglück zu stürzen und Krieg über die Menschheit zu bringen. Dies zu verhindern, folgt Diana mit Alia ins heutige New York und sieht sich mit einer Welt voller unvorstellbarer Gefahren konfrontiert. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall auf dieses Buch und werde euch berichten, wie mir Wonder Woman gefallen hat. Ich freue mich schon sehr, das Buch jetzt bald zu lesen und ja, ich bin echt sehr, sehr gespannt,
auf alle diese Bücher, was die jeweiligen Autorinnen aus diesen Geschichten gemacht haben. Das nächste Buch, was ich rausgesucht habe, ist eine Jugend-Fantasy-Geschichte und erscheint am 13.02. und heißt Silberschwingen, Erbin des Lichts und ist von Emily Bold. Emily Bold war ja Self-Publisherin und ist jetzt beim Verlag unter Vertrag genommen worden, was mich für die Autorin sehr, sehr freut. Und ja, ich lese euch auch mal hier vor, worum es in Silberschwingen, Erbin des Lichts geht. Thorn kann kaum atmen, ihr Körper schmerzt, ihr Rücken glüht. Etwas Unerklärliches geht mit ihr vor. Schon bald erfährt sie, sie ist halb Mensch, halb Silberschwinge und schwebt plötzlich in höchster Gefahr. Denn als Halbwesen hätte sie bereits nach ihrer Geburt getötet werden sollen. Als Lucien, der Sohn des mächtigen Clanoberhaupts der Silberschwingen, von ihrer Existenz erfährt, macht er Jagd auf sie. Thorn ist fasziniert von Lucien, denn er ist das schönste Wesen, dem Thorn jemals begegnet ist und zugleich ihr schlimmster Feind. Und ich finde, das klingt wieder nach einer schönen, soliden, guten Jugendbuch-Fantasy-Liebesgeschichte und das ist ja so voll mein Ding und deswegen habe ich mir das Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und Silbernes Schweigen, Erbin des Lichts erscheint am 13.02. Das nächste Buch erscheint am 13.02. und ich hatte es euch in meinen Neuerscheinungen für 2018 schon mal kurz mitgezeigt. Und zwar ist das Fire and Frost, der erste Teil vom Eis berührt. Und ich muss nur sagen, dass ich dieses Cover unglaublich schön finde. Ich finde das wunderschön und es spricht mich absolut an. Und ja, ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Ruby ist eine der letzten Fireblots im Reich des ewigen Eises. Und eine Gejagte, denn der grausame Frostkönig sieht seine Macht durch sie bedroht. Ausgerechnet zwei Frostblots gewähren ihr Zuflucht, ein Mönch und der geheimnisvolle Arcus. Sie wollen, dass Ruby mit ihrer Feuermagie den Eisthron des Königs zerstört. Während Ruby lernt, ihre Gabe richtig einzusetzen, schmilzt auch zwischen ihr und Arcus das Eis. Und ich finde, das klingt so, so schön und das ist so... Klingt nach Mädchen-High-Fantasy. Ihr wisst, Mädchen-High-Fantasy ist voll mein Ding und es klingt so schön nach Mädchen-High-Fantasy. Deswegen habe ich es mir mal mit aufgeschrieben und ja, ich freue mich, wenn das Buch am 13. Februar erscheint und bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Ich weiß aber nicht, ob ich es gleich mitlesen werde, denn ich muss ja auch noch ein bisschen Superbau betreiben zwischendurch, ne? Also ja, schauen wir mal. Das nächste Buch erscheint am 19. Februar und auch dieses hatte ich in meinen Neuerscheinungen für 2018 schon kurz mit vorgestellt. Und zwar ist das Everless. Jetzt muss ich nochmal kurz abspicken. Zeit der Liebe. Und ja, auch hier fand ich, dass das Buch ganz interessant klang und auch hier lese ich euch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der Zeit das kostbarste Gut ist, in der die Reichen von der Zeit der Armen leben und dein eigener Vater seine Lebenszeit opfert, um dich zu retten. Stell dir vor, du musst der Familie dienen, die dein Leben zerstört hat. Stell dir vor, dass dein eigenes Herz dich belügt und im Geheimen den Mann liebt, den du am allermeisten fürchtest. Stell dir vor, du bist der Schlüssel, denn die Zeit gehorcht dir und dein Schicksal entscheidet sich genau jetzt. Eine fesselnde, einzigartige Geschichte über Liebe, Verrat und die Macht der Zeit. Und ich finde, das klingt so ein bisschen wie dieser Film. Wie hieß der denn? Irgendwas mit In Time? Deine Zeit läuft ab, hier mit Justin Timberlake. Da haben die ja auch alle von der Zeit gelebt und das fand ich richtig gut damals, den Film. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, dass dieses Buch auch ganz, ganz toll klingt und ganz, ganz interessant klingt. Und deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, ich bin gespannt auf Everless. Und es klingt auch wieder nach einer tollen Liebesgeschichte mit drin. Ihr wisst, ich und Liebesgeschichten. Es geht eigentlich, es geht mal ohne Liebesgeschichte, aber es ist schon irgendwie ohne Liebesgeschichte. Auf Dauer geht nicht. Aber mal ein Buch ohne Liebesgeschichte ist okay, aber nicht so oft. Und damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video. Und zwar ist das Save Me von Mona Kasten. Und dieses Buch erscheint am 23. Februar. Ich bin ja nach dem Coldworth City Disaster ein bisschen beängstigt, was dieses Buch betrifft, denn ich weiß nicht, Coldworth City war echt eines der schlimmsten Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe. Ich war so enttäuscht von der Geschichte. Ich hatte mich so auf dieses Buch gefreut und dann war das so eine Grütze. Also ja, war einfach nicht mein Buch. Und ich muss ja sagen, ich fand die Again-Reihe, bis auf den ersten Teil, der war mir zu viel von allem, aber ich fand den zweiten und dritten Teil der Again-Reihe wirklich richtig gut und deswegen hatte ich mir so auf Coldworth City gefreut, weil man echt gemerkt hat, wie die Autorin sich gesteigert hat. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen Angst vor Save Me. Ich hoffe, dass Mona zu ihrer Again-Reihenform zurückgefunden hat. Was mir auch noch so ein bisschen Angst macht bei der Reihe ist, dass es sich bei allen drei Teilen ja um die gleichen Protagonisten handelt und wir nicht in jedem Buch einen anderen Protagonisten haben, sondern glaube ich immer die gleichen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich kann mich jetzt natürlich auch irren. Wenn ich mich irre, dann schreibt es mir gerne unten rein. Aber ich habe da mal so ein bisschen Angst, wenn dann ein Paar über so viele Bücher gezogen wird. Mich hat das jetzt bei Berühre mich nicht auch schon wieder so ein bisschen abgenervt, dass das jetzt wieder zwei Bücher sind, die ich lesen muss, um die Geschichte von diesem Paar zu lesen. Ich bin da mal kein Freund von. Deswegen habe ich bis jetzt auch After Passion noch nicht gelesen, weil
Ich weiß nicht, ob ich mir das antun sollte. Und ja, also das ist so das Einzige, wovor ich auch noch so ein bisschen Angst habe, dass mir das dann schwer auf den Zeiger geht, wenn ich dieses Buch lese, dass es dann noch zwei Bände mit den beiden gibt. Aber gut, wir gucken uns erstmal Save Me an und schauen mal, ob dieses Buch überhaupt was für mich ist. Und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Geld, Glamour, Luxus, Macht. All das könnte Ruby Bell nicht weniger interessieren. Seit sie ein Stipendium für eine der renommiertesten und teuersten Privatschulen Englands, das Maxton Hall College, erhalten hat, versucht sie vor allem nur eins: unsichtbar zu sein und ihren Mitschülern so wenig wie möglich aufzufallen. Vor allem von James Beaufort, dem heimlichen Anführer der Schule, hält sie sich fern. Er ist zu arrogant, zu reich, zu attraktiv. Während Rubys größter Traum ein Stipendium in Oxford ist, scheint er nur für die nächste Party zu leben. Doch dann findet Ruby etwas heraus, das sonst niemand weiß. Etwas, das den Ruf von James' Familie zerstören würde, sobald es an die Öffentlichkeit gerät. Plötzlich weiß James genau, wer sie ist. Und obwohl sie niemals Teil seiner Welt sein wollte, lassen ihr James und ihr Herz schon bald keine andere Wahl. Ja, also es klingt richtig gut. Also ich hoffe wirklich, dass mir dieses Buch wieder gefallen wird. Aber wie gesagt, die Again-Reihe war richtig gut von Mona Kasten. Cold of City war absolut nicht mein Buch. So viel zu Save Me. Und ja, ich hoffe einfach, dass mir dieses Buch von Mona Kasten wieder mehr gefallen wird wie Cold of City. Denn wie gesagt, das war einfach nicht mein Buch. Das war einfach nicht meins. Und ja, ich bin gespannt auf Save Me und werde euch dann natürlich auch berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Und wie gesagt, falls ich mich irre und es sich nicht alle drei Bände um die beiden dreht, dann schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, denn soweit wie ich das verstanden habe, ist das schon so. Oder? Ich bin gerade mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, alle drei Teile drehen sich um dieses Pärchen. Naja, wir werden sehen. Abwarten, Tee trinken, wenn die Bücher erscheinen, wissen wir mehr. Ja, das waren die Neuerscheinungen vom Februar. Wie gesagt, es sind wieder einige geworden. Ich freue mich schon auf die ganzen tollen Bücher, die erscheinen. Und ich bin auch schon auf den März gespannt. Da habe ich mir auch schon einiges aufgeschrieben, was da rauskommt. Im März kommt auf jeden Fall der zweite Teil von Diabolik und der dritte Teil von Das Reich der Sieben Höfe. Das sind so zwei Highlights, auf die ich mich auf jeden Fall schon mega im März freue. Und die ich auch gleich mit verschlingen werde, sobald ich die Bücher bekomme. Und ja, was ansonsten im März erscheint, erfahrt ihr dann nächsten Monat. Und ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.